Dies ist eine Gleichung ersten Grades mit einer unbekannten x. Was wir suchen, ist die Zahl, durch welche man x ersetzen kann, damit diese Gleichheit aufgeht. Wir werden zuerst diese drei, die auf der rechten Seite des Ist-Zeichens alles teilt, auf die linke Seite setzen, wo sie alles multiplizieren wird. Wenn eine Zahl, die rechts vom Ist-Zeichen teilt, auf die andere Seite gesetzt wird, dann wird sie da multiplizieren. Diese 3 wird also auf die linke Seite gesetzt und da multiplizieren, und zwar alles. Das heißt, diese 3 muss hier verteilt werden. 3 mal 9 macht 27 und 3 mal minus 4x, das ist minus 12x. Jetzt sorgen wir dafür, dass alle x-Terme auf einer Seite des Ist-Zeichens stehen und die anderen auf der anderen Seite. Also, minus 12x steht links vom Ist-Zeichen, lassen wir es da. Diese Zahl 2x steht rechts vom Ist-Zeichen. Wir setzen sie links vom Ist-Zeichen. Dort wird sie dann minus 2x. Ein Plus wird ja zum Minus. Die Zahl 1 steht rechts vom Ist-Zeichen, lassen wir sie da. Und die Zahl 27 steht links vom Ist-Zeichen. Die setzen wir also rechts rüber. Und wenn eine Zahl links addiert wird, dann wird sie auf der anderen Seite subtrahiert. Diese Gleichung wird also zu minus 12x minus 2x gleich 1 minus 27. So. Minus 12x minus 2x, das macht minus 14x. Und 1 minus 27, das macht minus 26. Diese Zahl minus 14, die multipliziert hier auf der linken Seite des Ist-Zeichens, die können wir also rübersetzen auf die rechte Seite, wo sie teilen wird. Eine Zahl, die links multipliziert, wird rechts rübergesetzt, wo sie dividiert, wo sie teilt. Also erhalten wir aus dieser Gleichung x gleich minus 26 geteilt durch minus 14. Minus 26 geteilt durch minus 14, das macht 13 Siebtel. Da man diesen Bruch nicht mehr kürzen kann, stecken wir diese Antwort noch in die Lösungsmenge hinein und die Aufgabe ist schon erledigt. Man kann immer testen, ob 13 Siebtel effektiv die Lösung dieser Gleichung ist. Das heißt, wenn wir hier x durch 13 Siebtel ersetzen, müssten wir genau dasselbe erhalten, wie wenn wir hier x durch 13 Siebtel ersetzen. Ich habe es nachgerechnet, es stimmt. Auf der linken Seite erhalten wir 11 Siebtel und auf der rechten Seite erhalten wir auch 11 Siebtel. Also ist diese Antwort die richtige.